und herzlich willkommen auf rosteinsight.de. Heute zeigen wir, wie man eine Intel-CPU in den Socket einsetzt und wieder rausnimmt. Zum Einsetzen drücken wir den Hebel nach unten, bewegen den hier rüber, klappen den Rahmen hoch. Die Kunststoffabdeckung bleibt so lange aufgesteckt, bis dass wir die CPU eingesetzt haben. Jetzt sehen wir an der CPU die Kerben. Die Kerben setzen wir richtig in den Sockel ein. Wir prüfen jetzt nochmal, ob alle Kerben richtig sind. Klappen den Deckel runter. Dabei löst sich dann auch schon der Kunststoffdeckel. Und können jetzt den Hebel wieder runterdrücken. Zum Entnehmen der CPU drücken wir den Hebel wieder runter, bewegen hier rüber, können den schon hochklappen, aber noch nicht die CPU rausnehmen. Setzen jetzt den Kunststoffrahmen auf, lassen den einrasten. Der ist jetzt richtig wieder eingeklipst. Nehmen jetzt die CPU raus. Können den Rahmen wieder runter machen und den Hebel wieder einrasten lassen. Das war's auch schon. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst mal wieder. Tschüss.